Ja, liebe Genossinnen und Genossen, euch allen sind die Schreckensgeschichten aus Pflegeheimen und Krankenhäusern bekannt und täglich kommen neue hinzu über ausgelaugte Pflegekräfte, vernachlässigte Patientinnen und Patienten und Angehörigen, die gar nicht mehr wissen, wie es nun weitergehen soll. Die ambulanten Pflegedienste sind fast vollständig privatisiert. Krankenhausketten wie Amäus und Helios wollen höchstmögliche Rendite machen und Altenpflegeheime werden als beste Renditeobjekte gehandelt. Gesundheit und Pflege, liebe Genossinnen und Genossen, ist längst zur Ware geworden und orientiert sich an Kapitalinteressen und nicht an den Bedürfnissen der Menschen. Und da können wir nur eins sagen, wenn Recht zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Mit unserer Kampagne setzen wir ein deutliches Zeichen und zeigen, dass gute Pflege nicht vom Geldbeutel abhängen darf. Wir fordern, gute Pflege ist ein Menschenrecht und dafür setzen wir uns ein und dafür kämpfen wir. Denn in diesem reichen Land sterben Menschen auf dem Flur der Rettungsstelle, weil zu wenig Personal da ist. In diesem reichen Land werden Menschen krank, weil zu wenig Pflegekräfte die Arbeit von zu vielen machen müssen. Und in diesem reichen Land verarmen ganze Familien, weil der Platz im Pflegeheim immer teurer wird. Und das wollen wir ändern. Die Linke ist die einzige Partei, die seit Jahren und das konsequent eine Abkehr von diesem profitorientierten Gesundheitssystem fordert. Die Kampagne zeigt, dass die Linke die einzige Partei ist, die sich wirklich auf die Seite der Betroffenen stellt. Wir unterstützen die Familien, Nachbarn, Freundinnen und Freunden von Menschen und Familien mit Pflegebedarf. Wir weisen darauf hin, dass Pflege immer noch weiblich ist, dass es überwiegend die Frauen sind, die ihre Erwerbsbiografie unterbrechen und damit auch geradewegs auf die Altersarmut zusteuern. Und wir setzen uns für die Bedürfnisse der Menschen mit Pflegebedarf ein. Alle sollen nach ihren Wünschen leben können und am Leben teilhaben können und natürlich auch in Würde alt werden können. Wir setzen uns für bessere Arbeitsbedingungen ein, höhere Gehälter und mehr Wertschätzung für die Pflegekräfte. Wir brauchen eine bundesweit einheitliche Personalbemessung für Krankenhäuser und für Pflegeeinrichtungen, die sich an Qualität orientiert, die die Menschen und nicht die Profite in den Mittelpunkt stellt. Liebe Genossinnen und Genossen, wir merken, wie sehr das Thema die Menschen bewegt, weil es sie alle betrifft und weil es uns alle betrifft. Und ich freue mich sehr, dass die Kampagne in vielen, vielen Kreisverbänden schon gut angelaufen ist und bereits schon jetzt eine Menge weiterer Veranstaltungen geplant sind. Und zu vielen dieser Veranstaltungen bin ich eingeladen und darauf freue ich mich schon sehr. Liebe Genossinnen und Genossen, wir können das gemeinsam schaffen. Denn eins sage ich immer gerne, nicht Quark, Solidarität macht stark. In diesem Sinne, herzlichen Dank.